Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, wir gehen immer höher, das ist unglaublich, die Stadt ist so heftig. Wir erklimmen hier gerade den größten Wolkenkratzer, wie es aussieht, in Horizon dieser Stadt. Das ist so krass, das ist einfach so krass, was in letzter Zeit schon passiert ist in dieser Story. Das ist einfach nur... Ah! Fanboy! So. Ich darf ja nicht runterfallen, ne? Was war denn hier? Irgendwas war hier. Hier wurde es angezeigt. Nee, nicht zur Kante fallen lassen. Nee, pfui. Hä? Willst du mich verarschen? Achso, hier geht's hoch. Alles klar. Da sind wir den Weg umsonst gelaufen. Das wäre ein bisschen unlogisch gewesen. Ein bisschen unlogisch auf jeden Fall. Hier geht's doch rund. Ja, hier geht's runter. Okay, ist ja schön. Ich bin im Unsicher. Ich will auf keinen Fall abstützen oder so. Auf keinen Fall. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, wie willst du den hier hochkriegen, Aloy? Ach, der Stein. Komm, die Steine sind voll. Mit Wackerstein. Ich kann mich da festhalten, oder? Ja, kann ich. Sehr schön. Ich komme da doch. Ja, ich komme hoch. Sehr schön. Aloy? Danke. Ich denke mir immer, wie hat das damals ausgesehen? Ist das wirklich so ein Hochhaus gewesen, wie die, in die wir rumlaufen? Oder ist das irgendwie eine spezielle Einrichtung? Wir wissen ja, das ist die FAS. Oder wie das auch immer ausgesprochen wird, ich habe da keine Ahnung. Aber ich will einfach mehr wissen. Ich will mehr herausfinden. Ich lese mir auch übrigens die ganzen Texte. Ich lese mir auch die ganzen Texte über das Offscreen durch, nur damit ihr es wisst. Also, wenn ihr da auf jeden Fall auf dem Wissensstand sein wollt, wie ich. Also, ich werde euch natürlich auch Sachen erzählen und so weiter, ne? Wenn es da irgendwas Wichtiges gibt, was ich irgendwie herauslese aus solchen Texten. Aber wenn ihr wirklich auf dem kompletten Wissensstand sein wollt von dem Spiel, dann müsst ihr euch natürlich die Texte durchlesen, die ich euch immer durchscrolle. Das ist dann natürlich immer eure Sache, ob ihr das machen wollt oder nicht. Ich lese sie mir auf jeden Fall durch. So. Gibt's denn hier noch... Aloy? Was? Was? Oh, Alter! Aloy, mach mich schwach! Ich hasse Jump'n'Runs! Das macht mich so fertig! Ich kann jedes Horrorspiel spielen, die größte Action und so, aber Jump'n'Runs machen mich einfach fertig. So heftig. Alter, aber langsam müsst ihr doch ganz oben sein, oder? Ist das hier? Hier haben wir wieder einen Textpunkt. Nee. Das gucke ich mir an. So. Das lasse ich euch auch einmal durchscrollen. Denn mag es vielleicht interessieren, deswegen lasse ich das einfach durchlesen. Ich lese es mir oft schon durch. Und man braucht nur ein paar Griffe. Alter. Okay, geschafft. Krass. Wohl zu finden lässt. Krass, krass, krass. Heftig. Man fühlt sich wirklich wie auf dem Dach der Welt. Weil es ist ja ein bisschen so. Aber einfach nur heftig. Alter, ich sehe nicht mal mehr den Boden. Was? Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Ach komm, da brauchen wir nicht. Da kriegen wir so viel. Wir müssen echt mal noch ein bisschen mehr Sachen verkaufen, fällt mir gerade ein. Von diesem Gerät wurden alle Daten gelöscht. Möchten Sie Alpha-Rechte nutzen, um gelöschte Daten wiederherzustellen? Alpha-Rechte? Oh ja, ich glaube schon. Eine Datei wiederhergestellt. ...6% Akkuleistung. Okay. Scanne den Datenpunkt. Das ist sie. Elisabeth, gut, dass... ...lange nicht gesehen. Wo sind die Anwälte, Ted? Nicht nötig. Ich habe alle 18 Klagen fallen gelassen.
Ich nehme an, deine Daten bestätigen das. Okay, das scheint interessant zu werden. Sollten wir vielleicht was zusammen essen? Ein bisschen reden? Ich kenne dich, Ted. Du hast Mist gebaut, großen, sonst hättest du dich nicht so gedemütigt, damit ich herkomme. Also spuck's aus. Die Chariots haben einen Fehler. Deine Killerroboter? Friedenswächter, ja, die. Dann schalt sie ab. Wirklich gute Idee, Liz, wenn wir könnten. Sie reagieren nicht. Heißt das, ein ganzer Schwarm ist defekt, Ted? Noch schlimmer als das. Dann zeig mir die Daten. Und ich möchte was essen. Allein. Ted Farrow hat Elizabeth Sobeck hergebracht. Aber sie haben sich gehasst. Eine weitere Datei wiederhergestellt. Okay. Alter, das ist gerade echt ein Brainfuck-Moment hier in meinem Kopf. Das ist unglaublich. Das ist kein Fehler. Es ist eine Katastrophe. Ist mir bewusst. Es ist übel. Übel? Himmel, Liz. Es ist nicht übel, Ted. Das ist die Apokalypse. Du hast Killerroboter gebaut. Friedenswächter. Die mit Biomasse-Treibstoff laufen. Nur in Notfällen. Und noch dazu können sie sich selbst replizieren. Beschränkte Selbstproduktion kontrolliert. Jetzt nicht mehr. Die Befehlskette wurde getrennt. Der Schwarm dient jetzt nur noch einer Nation, sich selbst. Glaubst du etwa? Alles andere ist Nahrung. Und so schnell wie sie sich vermehren, Ted, ist die Erde in 15 Monaten kahl. Das ist nicht der Sturz der Zivilisation, das ist Ausrottung. Schon klar, Liz. Wie kann ich es stoppen, wenn es unter Kontrolle ist? Es wird nie unter Kontrolle sein. Du weißt, was ich meine. Ja. Bevor alles rauskommt, meinst du? Liz, ich tue alles, was du sagst. Denk weiter nach. Und was immer du empfiehlst, ich tu's. Ich werde dich beim Wort nehmen, Ted. Rein aus Interesse. Kann ich in den Fotomodus gehen? Ja, okay. Okay. Alles klar. Ich wollte das nur testen. Warte. Alles klar. Die Pharaoh-Roboter haben alles Leben auf der Erde bedroht. Das erklärt sehr viel. Aber irgendwie hat sie sie besiegt. Die Welt der Alten ging unter. Aber es gab noch Leben. Sonst wären wir nicht hier. Eine letzte Datei wiederhergestellt. Och, ich dachte, wir können schon weitergehen. Alles klar. Projekt Zero Dawn. Was? Himmel ist. Es muss doch anders gehen. Wenn ich eine bessere Lösung für dein Problem hätte, würde ich es sagen. Aber das... Das... Ich wollte ein Heilmittel von dir, aber das hier ist doch schlimmer als die Krankheit. Nein, Ted. Es ist furchtbar, aber die einzige Chance. Und jetzt unterschreib es. Unterschreiben? Das kann ich nicht. Doch, du kannst. Das, Liz, ich kann das nicht guten Gewissens unterschreiben. Du hast die Wahl, Ted. Ich weiß. Ich spreche mit dir aus einem VTOL unterwegs zum US-Roboterkommando. In 15 Minuten treffe ich General Harris und die anderen Stabschefs. Was? Bist du verrückt? Es liegt an dir, was ich dann sage. Unterschreib und ich sage, dass das reichste Unternehmen der Welt die Finanzierung von Zero Dawn garantiert. Genau nach meinen Vorgaben. Oder nicht? Und ich sorge dafür, dass sie und alle Welt erfahren, was tatsächlich passiert ist. Himmel, Liz, du musst mir nicht drohen. Ich unterschreibe. Sie ist positiv, Ted. Jetzt kannst du tun, was du schon immer am besten konntest. Die Zeche zahlen, wenn andere die Drecksarbeit machen. Vergib mir. Was war an ihrer Lösung so furchtbar? Was hat sie getan, um die Roboter aufzuhalten? Das würde ich so fucking gerne wissen. Er kann. Schnell auf. Das macht keinen Sinn. Sobeck war nicht meine Mutter. Das ist viel zu lange her. Die ganze Suche. Und ich weiß immer noch nichts. Mehr fällt dir zu der ganzen Geschichte nicht ein?
Du jammerst wie ein Kleinkind? Die Stimme! Noch mal vor, von Angesicht zu Angesicht. Die Stimme. Wie du willst. Die Stimme. Hast du wirklich keine Ahnung, wie monumental diese neuen Erkenntnisse sind, Aloy? Ich hatte mehr erwartet. Ah, du hast ein Gesicht. Hast du auch einen Namen? Von allen Fragen, die du stellen könntest, diese wählst du aus? Ich habe jahrzehntelang die Ruinen der Alten durchsucht, um herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Schon lange habe ich geahnt, dass Pharaoh-Roboter ihre Welt zerstörten. Aber mir fehlten Beweise. In Minuten entdeckst du mehr altes Wissen als ich im ganzen Leben. Und wonach du dann fragst, ist mein Name? Silence. Das ist mein Name. Und wie wär's jetzt mit einer anderen Frage? Nicht ganz so trivial. Ah, die Stimme. Die Stimme klingt sehr ähnlich wie mit dem Typi von damals, der Pharaoh-Chef, der vorher gerade den Vertrag unterschrieben hat. Ich dachte schon, da kommt jetzt ein kleiner Plot-Twist. Schade, das hätte ich jetzt gerne gesehen, aber vielleicht kommt da ja noch was. Weil die Stimme klingt wirklich auch sehr ähnlich, das müsst ihr mir auf jeden Fall zustimmen. Ich verstehe, wenn du so klug bist, du verstehst nicht. Das sind alles irgendwie die gleichen Aussagen, wenn du so klug bist. Punkti, 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 du verstehst nicht. Punkti, 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 ich verstehe, punkti. Komm, wir hauen auf die Putze. Wenn du so klug bist, warum weißt du dann so wenig, nachdem du so lange im Dreck gewühlt hast? Alter, was? Ich kann nichts dafür, wenn du nichts drauf hast. Was? Ich habe in den Ruinen nach Elisabeth Sobeck gesucht. Nicht wegen der Dinge, die damals passiert sind, sondern weil es Leute gibt, die mich töten wollen. Heute. Ich habe größere Probleme als diesen Mist von dir. Herzlichen Glückwunsch. Oh, Alter. Du hast es inzwischen vom Jammern zu einem Wutanfall gebracht. Elisabeth wäre bestimmt stolz. Geil. Du musst dich zusammenreißen und endlich klar denken. Nur dann erkennst du, wie groß deine Probleme wirklich sind. Was genau versuchst du mir zu sagen? Du hast ein persönliches Rätsel in große Geheimnisse gejagt. Ihnen gemeinsam ist deine Verbindung zu Elisabeth Sobeck. Aber was ist die Verbindung? Sie kann nicht meine Mutter sein. Sie lebte vor Jahrhunderten. Das ist unklar. Noch. Wir finden es nur heraus, wenn wir weitermachen. Wenn wir noch mehr entdecken. Dank dir wissen wir jetzt, dass Pharaoh-Roboter einst alles Leben auslöschen wollten. Doch das passierte nicht. Die Zivilisation der Alten wurde zerstört, aber das Leben nicht. Offensichtlich. Also, was hat Elisabeth getan? Wie konnte sie die Roboter aufhalten, bevor das geschah? Was war Projekt Zero Dawn? Genau das ist die Frage. Und bist du bereit, die Antwort zu suchen? Ja, natürlich. Und warum stehst du dann noch hier? Ich hab Fragen. Nicht so schnell, Silence. Du musst mir noch was erklären. Ich habe genug erklärt. Wenn du immer noch Fragen hast, mach schnell. Du verschwendest meine Zeit. Jetzt mal ganz gechillt hier. Was? Okay. Oh Mann. Zu viele Fragen. Soweit ich sagen kann, befolgt die Eclipse nur Befehle. Es ist Hades, der meinen Tod will. Wer ist er? Ich weiß nicht. Die Eclipse beschreibt ihn als verborgenen Schatten. Ein Teufel. Das Ding, das draußen zu mir sprach. Das den Fokus explodieren ließ. Das war Hades? Das war kein Mensch und keine Maschine. Eher ein Phantom mit schrecklicher Stimme. Sicher ist nur, er will deinen Tod. Wegen meiner Verbindung zu Elisabeth. So ist es. Hades erweckt mit Hilfe der Eclipse Pharaoh-Roboter. Doch wenn Elisabeth sie vor Jahrhunderten stoppen konnte, vielleicht mit Spezialwaffen, könnte Hades fürchten, dass ich das Gleiche tue. In einigen dieser alten Dateien gibt es Hinweise auf die Entwicklung von sogenannten Superwaffen. Ich habe einen Wind, bitte. Um die Roboter zu stoppen, zerstörte sich die alte Zivilisation vielleicht selbst. Wenn jetzt genug geredet ist, geh endlich los. Oh nein, ich fange jetzt erst an.
Du nutzt schon die ganze Zeit meinen Fokus. Du riskierst nichts und ich riskiere alles. Ich muss nur dieses Ding von meinem Kopf nehmen. Und du bist blind, taub und stumm. Also beschwer dich nicht. Beantworte meine Fragen. Also Aloy, badass. Badass Aloy. Wie geil. Oh. Und du weißt schon länger, dass die Pharaoh-Kriegsmaschinen die alte Zivilisation zerstörten? Es wies einiges darauf hin. Doch bisher war mir nicht klar, wie gefährlich sie waren. Dass sie Biomasse in Treibstoff umwandeln konnten und der Horus-Roboter selbst herstellen konnte. Wie eine kleine Brutstätte. Aber die Roboter, die wir gesehen haben, die Verderber und Todbringer, die können das nicht. Noch nicht jedenfalls. Bisher waren das auch alles beschädigte Modelle. Wer weiß, wozu sie intakt in der Lage sein werden. Wer bist du, Silence? Und was sind deine Absichten? Du machst das hier jetzt wirklich persönlich? Mhm. Ja. Ich bin ein Wanderer, der seinen Stamm schon vor langer Zeit verließ. Ein Erkunder verbotener Orte, Sucher nach altem Wissen, wie ich bereits sagte. Warum weißt du so viel über die Eklipse? Tatsächlich weiß ich vieles über viele Dinge. Wenn du aber wissen willst, ob ich für die Eklipse arbeite, ist die Antwort nein. Ich bin voll und ganz unabhängig. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Du hast mich mit dem Fokus ausspioniert. Wie ist das möglich? Jeder Fokus sendet ein Signal, Stimmen, die nur andere Fokusse hören. Ich weiß, wie man diese Stimmen verknüpft, damit sie miteinander reden, kommunizieren, auch über große Distanzen. Und wie hast du das gelernt? Jahre des Studiums und der Experimente. Im Prinzip ist es so ähnlich wie Maschinen zu überbrücken. Ich überbrücke Fokusse. Und du kannst auch durch Fokusse der Eklipse spionieren? Für gewöhnlich. Aber die Überbrückung ihrer Verbindung ist kompliziert. Aha, okay. Definiere kompliziert, bitte. Besteht denn die Möglichkeit, dass Elisabeth Sobeck noch am Leben ist? Das ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. In einigen der alten Dateien werden lebensverlängernde Methoden erwähnt. Pharmazeutika zumeist, ein altes Wort für Medizin. Aber manche experimentierten auch mit dem Einfrieren und Auftauen von Menschen. Mit dem Einfrieren von Menschen? Kryotechnologie. Kryogenik nannten sie das. System R. Aber es gab Probleme damit. Bei Elisabeths technologischem Scharfsinn kann ich nicht ausschließen, dass sie einen Weg gefunden hat, unsterblich zu werden. Was? Doch das ist Spekulation. Zeitverschwendung. Hoffentlich. Ach du Scheiße. Elisabeth sagte Ted Pharaoh, sie sei unterwegs zu einem US-Roboterkommando, um von Zero Dawn zu erzählen. Der Ort existiert noch. Als Ruine. Die Osseram nennen sie Grabhort. Grabhort? Heiterer Name. Du findest ihn im Ostgebirge, begraben unter den Resten eines Metallteufels. Oder besser gesagt BOR 7 Horus, wie wir gelernt haben. Ich melde mich, wenn du dort bist. Na wunderbar. Eines Tages treffen wir uns persönlich. Oh, du Scheiße. Und dann hast du hoffentlich bessere Manieren. Tja, runter wird es immerhin wesentlich schneller gehen als hier rauf. Und jetzt zum US-Roboterkommando. Die Geheimnisse von Zero Dawn enthüllen. Oh ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Ich will hier echt nichts auslassen. Ich guck mich hier nochmal kurz um. Ich will hier auf keinen Fall was auslassen. Oh, Trophäe erhalten. Von der fernen Vergangenheit. Nice, sehr schön. Ja, okay, hier werden wir gleich nichts mehr. Ey, Leute. Danke! Ich dachte schon, du sackst fest! Okay. Alles klar. Alter, es rüttelt gerade so heftig in meinem Kopf. Das ist einfach nur. Ah! Heftig. Einfach nur heftig. Heftig, heftig, heftig. Alter.
Ich werde die heutige Nacht schon wieder mal nicht schlafen können, Leute. Nee, wirklich nicht. So, wo sind wir hier? Leute, ich würde erstmal sagen, das Schnee. War's erstmal für die heutige Folge. Hier draußen wird es nicht wärmer. Ja, ich muss erstmal alles sortieren, Leute. Schreibt mir auf jeden Fall eure Gedanken in die Kommis. Ich will auf jeden Fall all euren Stuff in den Kommis sehen. Ach du Scheiße, das war eine lange Aufnahmesession. Leute, schreibt bei den anderen Projekten vorbei, auch bei den anderen Dudes, die auf meinem Kanal verlinkt sind. Lasst eine Bewertung da für dieses echt krasse Video. Vielleicht kommt das wieder unter eine Hashtag-Epic-Kategorie. Ich glaube schon. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.